So, schauen wir mal, ob das wirklich so gut ist, wie man denkt. Schön angerichtet hier. Wie ein C. Super geil. Erstmal das durch. Erstmal schön das drüben. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Auch schon mal ganz gut aus. Wir machen normal, wie gesagt, und gehen auf Street Kid. Auf jeden. Doch, Street Kid sehe ich mich. Doch, komm von der Straße. Doch, 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 das bin ich. Ich würde tatsächlich aber. Dude nehmen, ich muss bei Videospielen immer so Rollenspielen, muss ich Dude nehmen. Maskulin war richtig. Ich bin wie? Ich bin W. Hautfarbe. Die nächste ist so indermäßig. Das möchte ich nicht bei dem Spiel haben. So ist doch top. Hauttyp, ich weiß nicht genau, was er damit möchte. Ja. Nö. 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 Und ich finde das hier ganz gut. Frisur. Da braucht man eine längere, ne? Viel eine längere. Nee, Punker nicht. Sehe ich mich nicht. Sehe ich mich nicht. Nö. Aber nö. Auch nicht. So solide. Haben wir die schon? Nö. Das macht. Nö, die nehmen wir nicht. Die feiere ich. Die nehmen wir. Die davor. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Was ist das? Haarfarbe. Nee. Blau hätte ich ganz gerne, weil es ein bisschen kräftiger wäre, ne? Fühl ich? Nee. Also Misch, ne? Wäre auch ganz geil. So feiere ich doch. Das ist er doch. Das ist er. Haarfarbe habe ich. Augen. Augen feiern. Ah, will ich mal gar nicht unbedingt einstellen. So ist doch gut.
brauchen wir auch irgendwas Gutes. Oh, ich mag ja Blau ganz gern. Rot, da kommen die, kommen doch gut rüber. Gibt's hier noch anders? Boah, gibt's ja noch diese ganz cool. Nein, das nicht. Das auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Oh ja, das, so kommen wir doch näher der Sache. Da kommen wir doch näher der Sache. Ich würde tatsächlich die. Oh, der war auch nice, ne? Ich würde die tatsächlich gerne nehmen. Die finde ich ganz nett. Augenfarbe haben wir. Augenbrauen, was können wir denn da so machen? Ja, das sehen wir ja kaum. Das sehen wir doch kaum. Ja, das ist doch top, so ist das doch top. Augenbrauenfarbe. Ist da auch wieder irgendwelche Special Sachen? Ja, nee. Da würde ich ein weißes, schön dezentes Weiß nehmen. Nase. Ein bisschen dick, ne? Oh, nicht ganz gerade. Das hat natürlich auch was, ne? So, von wegen haben wir schon mal ein paar Mal aufs Maul bekommen oder so. Ist ja auf der Straße, müsste ja eigentlich. Das passt doch dann. Nee. Gibt's nicht so eine, die so halb gebrochen ist oder so? Diese Mega-Zink gibt's da ja nur. Der ist auch ein bisschen schräg. Den nehmen wir doch. So, der Mund. Da will ich gar nicht so einen ganz unauffälligen Mund hin. Ich ganz gerne. Ja. Kiefer. Nee. Ja, also dick soll er ja auch nicht rüberkommen, ne? Komm ja von der Straße, da kannst du ja nicht dick sein. Das hätte ich, wenn ich hier diesen Bonsentypen genommen hätte, zugestichtet, dann hätte ich es machen müssen. Du hast doch solide, das ist doch gut. Ohren. Oh, so richtig schöne Löffel, Alter. Oh, also elfenmäßig war das ja gerade ein bisschen. So machen wir das. Bart finde ich immer noch recht wichtig. Bart. Hey, wie kommt man denn jetzt für ein bisschen mal zurückscrollen? Ich kann hier nicht zurückscrollen mehr. Okay, dann müssen wir so den Bart aussuchen. Den Bart feiere ich. Den nicht so? Den nicht so? Den nicht so? Nee, das ist scheiße. Nee, so. Was ist das? Nein. Ohne Bart auch nicht. Es muss schon Bart sein, finde ich. Ich finde aber tatsächlich den mit am besten Bartstil. Was ist denn der Bartstil? Ach so. Ja, das ist ja fast das gleiche nochmal. Bart oder Bartstil? Amana. Ja, aber dann nur so. So ist top. Bartfarbe. Das passt doch zu den Haaren. Das finde ich tatsächlich ganz nett. Das lassen wir so. Das lassen wir. Das, oh, weiß nicht, weiß. Kommt auch immer noch ganz gut. Auswählen irgendwie so, ist er mixed.
Ich finde, wir nehmen den, oder? Ja, das ist doch ein Top-Typ. Na, aus. Da, Cyberware, was ist das? Ah, okay. Den habe ich noch nicht so ganz verstanden, was es ist. Aber es ist so Cyber-Optik-mäßig. Wie komme ich denn jetzt aber mal wieder? Guck mal, jetzt habe ich wieder ein bisschen weggekommen. Sollst du nah ran? Ja, aber dann kannst du doch nicht da unten was hinmachen. Also hier unten auf die Brust irgendwie was drauf machen. Und dann sagen, ja, stell das jetzt mal ein. Dann. Nee, das ist scheiße. Das ist ja auch Narben. So. Müssen wir hier Narben im Gesicht erstmal ausmachen. Aus. Kann man auch ausmachen. Würde ich aber nicht fühlen. Ich fühle das ein bisschen. Oh, das ist auch, finde ich, nicht scheiße. Oder das. Dann hat er im Gesicht nicht so viel. Nee. Nee. Nee, ich glaube, wir nehmen das unten noch an auf der Brust. Das finde ich ganz nice. Und jetzt noch eine schöne Narbe irgendwie. Fühle ich so ein bisschen piratenmäßig. Ich finde, das sieht so ein bisschen so aus, als hätte er, keine Ahnung, auf einen knitterlichen Kopfkissen eingepennt. Das muss noch rausgehen aus der Haut wieder. Oh, ich verrutsche hier auch die ganze Zeit. Was soll dies? Ich glaube, dann nehmen wir diese Piratennarbe. Das andere ist mir alles so ein bisschen so. Sieht so weg in die Narbe. Ja, die nehmen wir doch. Tattoos im Gesicht. Ja, unten da kann ich kein Tattoo haben. Oh, das feiere ich. Nee. Ein Barcode auf der Stirn. Klassiker. Oh. Geil. Auch cool. Das ist, weil er so einen Zeitcut ja hat. Ist das geil. Aber das kommt ja richtig geil rüber. Der kommt richtig geil rüber. Die Narben wieder gemacht. So, ja. Nee, das ist es nicht. Das passt nicht wegen dem Bart unten. Ich finde das eine nehmen würde. Also das fand ich auch cool. So, das. Aber das andere wegen dem Sidecut und so. Bombe. War das das? Nein, das war es nicht. Das war es nicht. Was ist das? Das doch, das war's. Super geil, finde ich. Ich finde es super geil. Piercing. Oh, ein Piercing. Nee. Aber da hinten so ein bisschen, das feiere ich ein bisschen hier. Aber ich finde die Charakterstellung schon mal richtig gut gemacht. Also das mag ich. Genau so muss das eine Charakterstellung sein. Die muss länger dauern als das Spiel nachher. Nee. Ich fand das eine ganz geil. Oh, wo war das denn jetzt? Nein. Das nehmen wir doch. Das finde ich gut. Piercing-Farbe.
Ohne Halskette wäre geil, ne? Ja, Gold hat hier irgendwie was. Zähne. So eine richtige Baba-Goldzähne wären es doch. Kannst du mal den Mund auflassen? Die finde ich cool. Die sind das. Ich finde die gut. Make-up. Augen. Nee, Make-up sieht immer nicht so nice aus bei Typen, finde ich. Kann man ja gerne machen. Oh, optisch mag ich das aber immer nicht. Da bin ich zu altmodisch für wahrscheinlich. Nee, das lassen wir weg. Das lassen wir weg. Aus. Zack. Make-up Lippen. Nee. Make-up Wangen auch nicht. Oder? Ist hier überhaupt was? Bisschen, aber nee. Schönheitsfehler. So, dann kriege ich das. Ah. Weiß ich nicht, ob ich das. Man sieht es halt nicht so wirklich, ne? Können wir so lassen. Ist okay. Farbe der Schönheitsfehler. Farben der Finger. Nee, Fingernägel mache ich auch nicht. Das ist Nagelfarbe. Nee, das lassen wir. Brust. Was? Jetzt geht's nämlich los, Alter. Ein oder aus. Tattoos Körper. Jo, jetzt kommen wir doch. Oh, nee, das ist zu doll. Nee. Das ist doch okay. Das mag ich. Auch okay. Hat auch was. Ich glaube, wir nehmen die Schlange, die ist doch gut. Na, Körper. Ich hätte da gerne so einen auf dem Rücken. Oh, guck mal, da habe ich auch noch was. Das lassen wir aus. Oh, jetzt kommst du nicht. Dass du das auch einstecken kannst. Das ist grob behindert, wirklich. Warum rutsche ich hier denn die ganze Zeit? Oh. Du dicker Aal. Gar nichts. Standard, ne? Standard. Ja, das kann ich alles. Och, das werde ich glaube ich auch nicht ich wegschneiden. So und noch eine schöne Farbe aussuchen. So ist das doch schön. Das ist doch schön. Gut, dann haben wir schon mal die Charaktererstellung fertig. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Was? Ach, jetzt kommen noch meine Stats. Oder ich gar nicht weiß.
Was für Stats und wie und was ich. Oh, da weiß ich gar nicht Bescheid. Charakter, Fitkunst. Oh, das ist schon stärker und sowas, ne? Kraft. Okay, das ist so Kraft, Leben und sowas, Intelligenz, um bestimmt nur Sachen zu hacken oder sowas, ne? Stand auch ganz am Anfang, dass das da irgendwie gehackt wird. Das kann man bestimmt im Spiel machen. Cyberpunk-Speicherkapazität wird um 4% erhöht. Schaden von Quick-Hacks wird um 0,5% erhöht. Dauer von Quick-Hacks wird um 1% erhöht. Oh, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Reflexe, bestimmte Beweglichkeit. Dieses Level bedeutet passive Ausweichen auf den Schrankgreifen um 1%. Ah, wir sind nicht beim Ausweichen, sind wir doch nicht. Was ist das? Schaden mit Mantisklinge wird um 3 erhöht. Was ist denn eine Mantisklinge, Alter? Woher soll ich denn wissen, ob ich das brauche? Ja gut, man kann sich denn ja teilen. Technisch oder stärker so, ne? Weil wenn technisch auch was mit Türen aufmachen hat. Und Stärke auch was aussagt. Aber ich glaube, dann nehme ich eher Stärke. Coolness. Coolness muss ganz hoch auf jeden. Coolness. Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level Coolness bedeutet, kritischen Schaden wird um 2% erhöht, alle Resistenzen werden um 1% erhöht, Schaden im Stealth-Modus wird um 10% erhöht, was auch immer das für ein Modus sein soll. Gegner entdecken dich im Stealth-Modus nur über 5% langsamer. Schaden mit Monotreten wird um 3% erhöht. Also da würde ich mich auf jeden Fall sehen. Mal so bei so. Dann ein bisschen Stärke. 5. Und Reflexe vielleicht noch ein bisschen, oder? Ja. So machen wir das. Jetzt bin ich nicht der Schlauste und technisch sehr unbegabt, aber dafür kann ich ordentlich einen reinkladdern, Alter. Schön einen auf den Mund geben. Pam! Gut, weiter. Was ist das? Ah, okay. Zugriff gewährt, Charakter, Hintergrund. Street Kid, es heißt für die Straßen von. Ja gut, das kennen wir ja. Das kennen wir. Ich würde mir gerne noch einen Namen ausdenken, oder? Habe ich so einen Standardnamen jetzt? Ich muss mir doch noch einen Namen ausdenken können, oder? Nee, ich glaube, es geht jetzt los.